Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Eduard wieder mit dabei, weil wir heute wieder auf etwas reagieren. Letztes Mal war es ja ein sehr darkes Video, worauf wir reagiert haben. Das hat auch eine ganz schöne Kontroverse ausgelöst. Danach hatte ich ein Real Talk Video. Also im nächsten Video hatte ich da so ein bisschen Real Talk vorangestellt und mich ein bisschen entschuldigt und auch nochmal erklärt, worum es uns ging und so weiter und so fort. Heute geht es aber um ein etwas lustigeres Video. Für Sie, nicht für uns, denn worauf reagieren wir heute? Wir schauen uns die ältesten Videos auf meinem Kanal an. Das wird richtig cringy. Ich glaube, wir werden uns richtig schämen, das jetzt anzuschauen nach so vielen Jahren. Aber egal, dafür haben Sie vielleicht eine lustige Zeit, hoffentlich. Viel Freude. Vorab würden wir uns natürlich freuen über ein Däumchen nach oben und abonnieren Sie auch gerne kostenlos meinen Kanal. Wenn Sie hier unten auch die Glocke aktivieren, dann bekommen Sie in Zukunft immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir online geht. Bist du bereit? Ich weiß es nicht. Mal gucken, vielleicht komme ich auch in einem Video vor und werde mich schämen, aber... Natürlich. Denkst du, wir werden dich verschonen heute? Also, das allerälteste Video auf meinem Kanal, das erste Video, was man sieht, wenn man bei mir auf den Kanal geht, ist Apologize a Cappella. Sie kennen vielleicht diesen Song von One Republic, das ist schon Ewigkeiten her. Und dieses Video ist, glaube ich, aus dem Jahr 2009. Da habe ich mich mit meinen Geschwistern ganz spontan hingesetzt und mit der Webcam meines ersten Laptops, man kann hier noch die... Pixel zählen. Ja. Also einfach mit der Webcam meines Laptops gefilmt. Man sieht die kleine Theresa, die war ja schon auch in meinen Videos teilweise mit dabei. Die ist hier noch ein kleines Baby. Also eine kleine Kostprobe von Apologize a Cappella. Hallo. Erstmal die Töne geben. Ultra HD. Wer ist die Frau da ganz rechts? Ich hatte noch richtig lange Haare damals. Ich habe die nicht mal richtig ordentlich gemacht. Und Theresa macht auch ein bisschen mit. Bild und Ton passen gar nicht, ne? Was sind hier lustige Brüder? Der hier hat schon keinen Bock mehr, weil wir es schon mehrmals gesehen haben. Sie ist sowieso The Voice, Anna-Maria, die sind so wunderschön hier. Und im Hintergrund sieht man meine Butterbrotdose von der Schule. Vielleicht ist ja noch das Butterbrot drin. Ich war da schon nicht mehr in der Schule. Sitzt du auf einem Gymnastikball? Mm-mm. Ich sitze auf meinem Drehstuhl. Das groovt richtig. Weil ich noch zu Tobi so unauffällig über den Rücken gestrichen, weil er schon keine Lust mehr hatte, ne? Und da steht er auch so. Ja. Theresa geht voll ab. Soundqualität aus den 2008er Jahren. Man hört auch Theresa. Singt mit. Ah. Ich höre einen Beatboxer. Ja, Matthias, der Beatbox und macht den Bass. Und weil Tobi noch nicht im Stimmbruch war, musste ich den Tenor singen und das ist voll tief. Süß. Ich würde sagen, wir schauen uns das nächste Video an. Ja.
Das war jetzt nicht so cringy, dass man, also wie soll ich sagen, dass wir uns da so hingesetzt haben und dass Tobias keine Lust mehr hatte und dass ich meine Haare nicht mal ordentlich gekämmt habe. Das sind doch die schlimmsten Sachen, sag ich Naja. mal, ne? Aber so, ja. Ist schon okay. Das nächste, das hatten wir nämlich direkt im Anschluss gefilmt, das müssen wir auch zeigen. Das Nein. Video hat einfach 25.000 Aufrufe. Okay, das ist wirklich cringy. Okay. Da passt der Sound und der Ton. Der Sound und der Ton? Bild und Ton sind nicht Bild und. synchron. Genau, Bild und Ton passen da noch weniger zusammen. Das war irgendwie so ein Problem von Webcams früher. Keine Ahnung, manchmal hat das nicht richtig funktioniert. Sie kennen das Lied vielleicht, Gottes Liebe ist so wunderbar. Jetzt geht's los. Das war richtig, richtig spontan. Da haben wir wirklich einfach, jeder hat drauf losgesungen. Und naja, schauen Sie sich das einfach selber an. Tobias sitzt jetzt schon hinten, da hat er schon gar keinen Bock mehr, ne? Ja. Peinlich. Ich weiß nicht, ob du das ausstrahlen sollst. Das ist öffentlich. Ja, nächstes Video. Das ist eigentlich so peinlich, aber weil es so viele Aufrufe hatte und auch so gefeiert wurde damals, als YouTube noch nicht so groß war und es damals mehr so Home-Video-Charakter hatte und nicht so professionell war, da haben das die Leute irgendwie gefeiert. Dann dachte ich, okay, dann nehme ich halt das halt nicht raus. Aber jetzt im Nachhinein. Egal, dann haben sie was zu lachen dafür. Was haben wir denn noch hier Schönes? Ich habe dann eine Zeit lang immer so Videos aufgenommen, wo ich einfach Klavier spiele. So voll gegen das Fenster gefilmt, man sieht kaum was und auch die ganze Zeit das Problem mit der Webcam, dass die Bild und Ton nicht synchron miteinander abspielen lässt. Und da waren sogar Leute, die haben mir sogar geschrieben, das ist ja Playback, du tust nur so, als würdest du das spielen, weil das halt von also Bild und Ton nicht zusammenpasst. Da habe ich dann auch so neue geistliche Lieder gespielt, ne? Sie kennen diese Lieder alle. Wo habe ich denn? Ich habe damals richtig viele Klicks gehabt, weil es einfach noch gar nicht so viele Videos gab. Heutzutage geht man ja unter, ne? Aber Das sind die man hört erstmal besten voll den Lüfter. Lüfter und die besten Lichteffekte Verhältnisse. hier. Man sieht im Hintergrund auch noch meine Staffelei. Ich habe damals noch gemalt. Oh ja, das groovt. Ich bin sofort drin. Gespielt, nicht gesungen. Ja, wie gesagt, ich habe einfach nur die Lieder gespielt. Und das Feuer brennt hell. Bei uns war mal in der Osternacht, waren zwei Priester, die waren draußen, ne, wie das so ist, mit Osterfeuer und so. Und der eine hat sich dann im Moment, irgendwie, als er die Osterkerze greifen wollte, irgendwie zu nahe am Feuer, Osterfeuer bewegt und dann fing sein Gewand vorne an zu brennen. Und der andere, Nein. der Pastor. Und der Kaplan hat das dann gesehen und dann ganz schnell draufgehauen, so auf den Bauch. Die Flamme halt sofort rausgegangen. Boah. Mit der bloßen Hand. Was ist denn das denn für eine Modulation Ja, sowas habe ich halt gemacht, ne? Also, sowas habe ich dann gemacht die ganze Zeit. Dann fing ich irgendwann auch an zu singen. Da habe ich dann hier 17.000 Aufrufe. Ich bin bei dir. Soll Das ich das sollten abspielen? wir einmal Das reinschauen. ist aber jetzt auch nicht cringy, also da schäme ich mich im Nachhinein auch nicht für. Das ist okay. Das ist jetzt mit einer anderen Kamera, aber da hört man den Motor der Kamera dafür. Ne? Lagerschaden Lagerschaden. am Motor. Das ist irgendwie penetrant im Ohr. Ja, ein Also bisschen es ist laut. ein bisschen schade, dass ich immer die Kamera-Sounds benutzt habe und die so schlecht waren. Ich bin bei dir.
eins meiner Lieblingslieder bis heute. Und so geht es halt weiter, ne? Also da habe ich auf jeden Fall ganz viel Musik gemacht, dann fing ich auch irgendwann an. Also, und da habe ich ein paar Sachen auch rausgenommen schon mittlerweile. Da habe ich nämlich auch angefangen, meine eigenen Kompositionen zu veröffentlichen. Never Ending Love ist ein eigenes Lied. Das Problem war nämlich, irgendwann kam dann das Problem auf YouTube, dass dann Videos geclaimed wurden, wenn die Musik von anderen Leuten benutzt wurde. Aha. Wenn man Cover benutzt, also Cover Songs veröffentlicht hat. Und deshalb musste man dann halt schauen, was man stattdessen dann hochlädt, wenn man ein Musikkanal sein wollte. Und dann habe ich halt dann meine eigenen Sachen hochgeladen. Und jetzt sehe ich gerade, was mega peinlich ist, das ist auch schon auf privat gestellt. Soll ich das zeigen? Ja. Oh, das ist so peinlich, weil die Leute mich so gehatet haben. Aber sowas von. Solltest du zeigen? Ich habe ganz oft auch mit meinen Brüdern zusammen Lieder hochgeladen. Und damals hat mein Bruder ein Cover von I Found a Way von Drake Bell veröffentlicht. Das habe ich mit ihm zusammen gesungen und dann haben alle gesagt, ich hätte das Lied geschrottet. Also er hätte es alleine singen sollen. Und auf meinem Kanal sind dann Outtakes veröffentlicht worden. Und das ist eigentlich nicht mehr öffentlich. Ich zeige Ihnen das jetzt einfach mal. Im Nachhinein ist es mir das so peinlich und deshalb habe ich es einfach nicht mehr online. Ja, klar. Klar. Stücke, falls es irgendwie was. Ich dachte, das soll live sein, also ohne Schneiden. Okay. Sehen und testen euch auf. I found a way, I found a way. It's gonna take. Das ist so peinlich. Ich habe ständig den Text vergessen. Das ist. Kommt vor, ne? Aber naja. Das Mikro hat es. It's gonna take some time. Dann lass euch zu viel reden. To give what you wanna give. Hey, darf ich nicht zu doll tanzen? Das ist scheiße. Kann ich tanzen? Darf nicht zu viel tanzen, weil das bescheuert aussieht. Wow, ich habe einmal in dem Moment nachgedacht über die Konsequenzen. Naja. Fein, ich lass mal kurz. Ich rede noch und du fängst schon an zu. Was macht so ein Video auf meinem Kanal? Gut, das ist auch privat gestellt. Okay, wir haben genug gesehen. Das, vor allem, wenn man das eigentliche Video dazu nicht kennt, dann denkt man sich auch, was ist das alles? Es gibt genug richtig peinliche Sachen. Also vielleicht machen wir noch einen zweiten Teil, da reagieren wir mal auf meine peinlichen Musikvideos, bei denen ich auf der Wiese rumhüpfe. Oh Mann, ich schäme mich so im Nachhinein. Warum habe ich mir nicht mehr Gedanken darüber gemacht, was ich für ein Video mache zu meinen Liedern? Also auf jeden Fall ging es so weiter, bla bla bla. Und dann begann die Zeit Ankündigung der theologischen Videos. Und da merken Sie schon, Sie haben es jetzt vielleicht auch schon die ganze Zeit gemerkt, ich sah etwas anders aus, etwas schmaler als jetzt. Das Video ist auch mittlerweile auf privat gestellt, Neuanfang, also so eine Ankündigung, dass ich jetzt theologische Inhalte auf meinem Kanal. Max Strauß. Ich habe sie damals auch noch geduzt. Denn erst mit der Zeit ist mir dann bewusst geworden, nachdem ich auch so meine Analysen angeschaut habe, dass sie schon mindestens in meinem Alter sind oder dann eben auch älter. Und da konnte ich dann auch nicht mehr du sagen. Das ist so etwas für ein junges Publikum. Nicht, dass ich sie jetzt irgendwie diskriminieren will, dass sie alt sind oder so, aber sie sind erwachsen. Und das ist jetzt nicht mehr so eine junge Zuhörerschaft, wie man das von anderen Comedy-YouTubern zum Beispiel kennt. Das sind dann so meistens 12-jährige Kinder, die sich die Videos anschauen, die kann man nicht siezen. Aber ab einem gewissen Alter kann ich sie nicht einfach automatisch duzen. Das hat irgendwie was Aufdringliches. Deshalb habe ich dann irgendwann angefangen, sie zu siezen. Einfach mal für die, die später hinzugekommen sind und denken, warum siezt sie auf YouTube? Es ist nicht so, dass ich so distanziert sein möchte, aber ich will einfach ihnen nicht, ich will das nicht vorweg, ich will da nicht vorweggreifen und einfach sagen, ich duze. Jetzt kommt Johannes der Täufer. Ich glaube, das war das erste Video, wo du auf dem Kanal zu sehen bist. Schalten Sie jetzt ab. Nein!
Bloß nicht, jetzt wird es wirklich interessant. Ich schäme mich auch für die Art und Weise, wie ich die Videos geschnitten habe. Ich habe sehr harte Cuts gemacht. Ich mache das jetzt trotzdem immer noch ab und zu, aber nicht mehr so krass wie damals, glaube ich. Und da schäme ich mich im Nachhinein. Ich Oh, finde, dass das im Nachhinein auch. Video schon eine ganze Menge Klicks abgekriegt hat. Ta über 1600. Auf jeden Fall ist es schon gut. Erstmal gibt es ein Intro, glaube ich. Ach so. Menschen in der Bibel. Die Kette. Einerseits Ja. sind sie wie du und ich. Aha. Andererseits haben sie ein Stück die Welt verändert. Ach, wie schön. Wer sind sie? Was Dieses taten sie? Format gibt es immer noch, aber es gab Und schon welche länger kein Video Bedeutung mehr haben sie dazu. für uns in Müssen heutiger wir mal wieder Zeit? machen. Neulich hat mich. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Haben Sie das auch gerade gehört? Dieses Rauschen im Hintergrund? Aber das ist gar nicht das, was mich am meisten schockiert, sondern schauen Sie sich mal diesen Typen da an. Wie viele Haare der noch hat, ne? Auf dem Kopf? Warum? So wenig Haare hast du doch gar nicht. Total unbefangen in die Kamera verschmitzt lächelt Ja, weil du auch die Brille nicht aufhast und die ziehst. und einfach noch total motiviert. Ich bin immer noch motiviert, klar, aber schauen wir mal rein. Was soll das heißen? Nein, ich bin nein, total ohne Erfahrung, was Videos angeht. Ich habe nie Videos gemacht und das war jetzt, glaube ich, mein erster Auftritt. Los geht's, komm, einmal reinschauen Du hier. bist immer schön. Egal ob am Anfang oder am Ende oder in der Mitte, immer. Ja, warten wir es ab. Heute seht ihr das erste Mal ein Video der neuen Reihe Who is Who in der Bibel. In meinem heutigen. Es tut mir so leid, Warum ist der aber Sound so schlecht? es liegt daran, dass es die Kamera ist. Und die Kamera ist bei diesen Videos ja auch immer noch ein bisschen weiter weg. Es tut mir so leid, dass ich jetzt wieder stoppen musste, aber ich schäme mich so für diese Gymnastik. Die du machst? Ja, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich erstens noch nicht so vertraut bin damit, auf YouTube Sachen zu erzählen. Zweitens, ich habe meine Brille nicht auf. Und in diesen ganzen alten Videos habe ich die Brille immer abgenommen, weil das so gespiegelt hat und weil ich noch so eine dicke Brille hatte, ne? Also so mit einem dicken Rand und die hat sehr viel meines Gesichtes versteckt. Und ich schäme mich einfach, weil ich so rede. Und es gibt viele Videos, da schreiben mir die Leute sogar, guck mal ihren Blick an, wie irre sie guckt und so. Weil die denken, ich wäre irgendwie krank. Keine Ahnung, aber eigentlich sehe ich einfach nur nichts, weil ich meine Brille nicht aufhabe. Diesem Naja. Video bin ich nicht alleine, wie man sehen Sage ich kann. auch Ich was? habe heute meinen Ehemann Eduard mit dabei und in diesem Format wird er auch öfters zu sehen sein. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, bei diesem Video dabei zu sein. Die heutige Person. Du machst nur den, wenn du so ein bisschen verlegen bist, dann machst du immer einen Mundwinkel nach oben und den anderen runter. Ist dir schon mal aufgefallen? Ja, Herzallerlieb. ist bekannt. Über die wir sprechen wollen, ist Johannes der Täufer. Da ist er. An sich finde ich, ist das eigentlich voll gut. Die Idee, wie wir das aufziehen. Der Name Johannes kommt aus dem Hebräischen Yohanan und Knie. heißt Gott ist gnädig. Doch nicht. Wichtige Rolle Warum in blinzel dem ich so? Heilsplan Gottes mit uns Menschen Weil du deine Brille und nicht aufhast das und das erkennt man Licht, auch das am stört. liturgischen Alter. Und jetzt kämpfst du Der sie zur Seite. Geburtstag des Johannes des Täufers Jetzt. ist besonders, dass die Tage ab dem 24. Juni ja immer. Liebe Zuschauer, am Tag Johannes des Täufers ist bekannt, dass er das und das. Ich schäme mich so, weil ich dann. Weil du. Also, es war so. Er hat gesprochen und dann immer 5 Sekunden Pause zwischen den Wörtern. Sophie, wie heißt der eine von KTV? Es gibt einen. Es gibt Schüler. Schüler, Pfarrer Schüler. Fahrschüler. Ein ganz, ganz toller und total sympathischer Mensch. Aber wenn er redet, manchmal macht er dann immer so mitten in den Sätzen so Denkpausen. Das habe ich auch gemacht, weil mir die Worte nicht eingefallen sind. Genau. Und Eduard hat das sehr extrem gemacht in diesem ersten Video, wahrscheinlich auch, weil er unsicher war. Und dann habe ich diese Pausen einfach rausgeschnitten. Und deshalb sieht das so aus, ich bin so, ne? Ich finde, dieses Standbild, was wir gerade sehen, fasst eigentlich das ganze Video zusammen. Es tut mir so leid, ich glaube, ich muss in den Titel dieses Videos schreiben, bitte nicht mit Kopfhörern anschauen, weil ich so laut lache, dass es ihre Ohren zerstören wird. Das ist auch nicht besser. Ist besonders, dass die Tage ab dem 24. Meine Juni Güte, was bin ich immer für ein creepy kürzer Typ? werden im Jahr. Warum blinzle ich so Und das viel? soll auch bedeuten, mit der Geburt des Täufers soll sich der Mensch auf Jesus Christus, auf seine Ankunft vorbereiten mit der Ich Zeit. habe
Du bist voll rot und du schämst dich, ne? Naja, also, liebe Zuschauer, das war schon alles und ernst gemeint, was wir da aufgenommen haben. Ja. Und es ist nach wie vor ernst gemeint. Aber ich glaube, das Problem ist bei vielen, wenn man sich ältere Videos von sich selbst anschaut, dann ist das immer so, dass einem das irgendwie komisch vorkommt. Auf jeden Fall, weil man sich ja verändert und entwickelt. Und ich wollte nur kurz darauf hinweisen, ich finde, dass ich in diesem Video sehr aussehe wie meine Schwester. Also meine Schwester und ich sehen uns eigentlich gar nicht so ähnlich. Ich meine nicht Theresa, sondern meine andere Schwester, Anna-Maria. Und da finde ich, wie ich lächle und wie ich gucke, überraschenderweise sehe ich sehr viele Ähnlichkeiten. Schauen wir, was die Bibel über Johannes den Täufer sagt. Wir wollen nun beginnen mit der Vorgeschichte. Und man merkt auch in dem Video, also wenn Eduard die Brille nicht trägt, sieht man eigentlich erst, wie groß seine Augen sind. Weil er sehr kurzsichtig ist, verschwinden seine Augen hinter der Brille. Ja. Und wenn er die dann einmal nicht trägt, dann erschreckt man sich, wie groß seine Augen eigentlich sind. Ne? Das sieht man hier jetzt in dem Video sehr. Ja. Wollen wir uns noch ein Video angucken? Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Was ist das? Heute gibt es... Also, liebe Zuschauer, ich sehe da ein bisschen stoned aus. Ich muss dazu sagen, wir waren an dem Tag schwimmen im Hallenbad und das haben wir dann nachmittags hier aufgenommen. Deswegen sind meine Haare auch so komisch gestylt, weil Sie kennen das von den Schwimmbädern, da sind diese festen Föhns irgendwie oben montiert und man steht direkt Föhne, darunter. Föhne. Was ist der Plural von Föhn? Schreiben Sie es mal unten in die Kommentare. Und und dann kam die heiße Luft von oben und dann kam das dabei raus. Und was Sie da auf meiner Stirn sehen, das bedeutet nicht, dass ich zum Hinduismus gewechselt bin, sondern ich bin irgendwie geschwommen und dann, keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich habe nicht aufgepasst, dann bin ich volle Pulle gegen die Schwimmbadkante, gegen die Wand des Pools geschwommen mit meinem Kopf. Man kann das hier sogar sehen. Blitz verwenden. Diese habe ich mir dann auf... Was ist das? Auf den Kopf gesetzt, aber nicht auf die Augen, sondern auf die Stirn. Ich habe dann getaucht Richtung Beckenrand und habe dann dabei gemerkt, wie meine Taucherbrille langsam von meiner Stirn entglitt und nach hinten rutschte. Und ich wollte sie natürlich auffangen, habe dann meine Hände, die oben, also vorne waren, quasi nach hinten, um die Taucherbrille aufzufangen. Was ist das für eine Musik, und ey? Bin dann mit der Stirn voll gegen das Beckenrand. Was ist mit dir? Du konzentrierst dich auch gerade mega, nicht zu lachen, wie ich das erzähle. Christus ist auferstanden. Wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der verklärte Eduard Strauß. Was sollte das mit dem Mikro? Heute gibt es ein Ostervideo. Und ganz nach einem Brauch, den es seit spätestens dem Spätmittelalter gibt, werden wir ein Osterlachen veranlassen. Und zwar gibt es... Wir verraten nicht, warum wir das gemacht haben. Auf jeden Fall haben wir so Bärenköpfe im Video unauffällig verteilt und dann raten lassen, wie viele Bärenköpfe zu sehen waren. Und dann gab es sogar ein Gewinnspiel und dann haben wir sogar einen Preis an die Gewinner verschickt. Das weiß ich noch. Und es geht los. Haltet euch fest an euren Stühlen und fallt nicht herunter. Messdiener. Und sieht er dann genau, guckt er genauer hin, ist da so ein kleines Schild neben dem Schild, Johannes der Täufer, hat der Messdiener einfach mal hingeschrieben, nach seiner Enthauptung. Also, Sie können sich das Video auch nach wie vor anschauen, das ist online, ja? Genau. Wir müssen uns das jetzt nicht gemeinsam reinziehen. Also, wenn Sie mal was zum Lachen brauchen und Sie einen unlustigen Humor haben, das ist ein Flachwitz-Video. Ja, aber ein paar Witze sind ganz gut geworden, finde ich. Ja, ich würde sagen, wir belassen es dabei, oder? Ja, wir sollten es dabei belassen. Wir könnten noch einen zweiten Teil machen, bei dem wir dann nochmal ein bisschen mehr auf meine cringy Musikvideos reagieren können oder so. Und auf andere Sachen. Genau. Soweit erstmal zu unseren Anfängen. Es wird auch in Zukunft noch weitere lustige Reaction-Videos geben. Ich habe schon ein paar Sachen gesammelt. Eduard hat ein paar Ideen, die er mir noch
unterbreiten wollte. Also auch was aufgeschrieben, ne? Ja. Und ja, ich muss auch schauen, ob ich bestimmte Sachen zeigen kann. Seien Sie einfach gespannt, denn es gibt auch ein paar privatere Einblicke und dadurch werden Sie mich vielleicht ein bisschen besser kennenlernen. Bis zum nächsten Video wünschen wir Ihnen erstmal alles Gute, gottesreichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut.